Wir werden jetzt noch eine Kontemplation zusammen machen. Und diese Kontemplation heißt die fünf täglichen Betrachtungen. Und sie heißt so, weil der Buddha empfohlen hat, dass wir uns diese fünf Dinge tagtäglich betrachten. Sie handeln von Dingen, die wir im Allgemeinen entweder versuchen, unter den Teppich zu kehren und nicht zu wissen, oder aber sehr häufig auch von einer ganz anderen Warte aus betrachten, nämlich von der, wie wir es gern hätten und nicht, wie es wirklich ist. Die Dinge so anzusehen im menschlichen Leben, wie wir sie gerne hätten, ist absurd. Wir sind dem Naturgesetz der Veränderung, des Wechsels, des Verfalls und des Todes unterworfen. Und das betrifft nicht jemand anders, sondern jeden selbst. Und erst dann, wenn man das in sich so verarbeitet hat, dass es selbstverständlich ist, und ein Teil des Lebens ist, kann man frei von Angst und frei von Fantasie leben. Es wird derartig viel Fantasie verwendet für das menschliche Leben, dass es vielen Menschen ganz unmöglich ist, Schwierigkeiten zu ertragen, weil sie in ihrer Fantasie sich ausgedacht haben, dass es keine gibt oder keine geben darf. Im Gegenteil, diese Ebene des Menschseins ist die beste Ebene zur Erleuchtung, weil es Schwierigkeiten gibt. Schwierigkeiten auf vielen Ebenen, geistig und körperlich. Und wenn es die nicht gäbe, wenn es wirklich so wäre, wie die meisten Menschen glauben, dass sie ein Recht auf ständigen körperlichen Komfort haben, dass sie ein Recht auf die Liebe anderer haben. Wenn das wirklich so wäre, dann wäre es ja absolut nicht nötig, sich zur Meditation hinzusetzen. Wozu denn das alles? Aber so ist es doch nicht. Und das muss endlich einmal ganz klar verstanden und gesehen werden, so dass es so klar ist, dass man nicht mehr daran festhält, dass die anderen nett zu einem sein sollen, dass man vielleicht dem Tod irgendwie entgehen kann, wenn man nicht hinschaut, dass man vielleicht der Krankheit entgehen kann, wenn man die richtigen Gedanken denkt. Hat sich jemand, der das glaubt, und da gibt es ja Dutzende und Hunderte von Menschen, die das glauben, es wird sogar noch annonciert, dass das so ist, mal überlegt, ob irgendjemand, der je auf der Welt war und jetzt nicht mehr da ist, Krankheit und Tod entgangen ist, inklusive dem Buddha. So etwas gibt es einfach nicht. Diese Utopie-Denken ist äußerst schädlich. Es nimmt einen von der Wahrheit weg, in der wir leben, und alles, was geschieht, was nicht so ist, wie wir es uns ausdenken, halten wir dann für eine Tragödie. Dabei gibt es überhaupt gar keine. Es gibt gar keine Tragödien, es gibt nur einfach unsere Reaktionen. Diese Reaktionen auf Dinge, die wir uns ausgedacht haben, die anders sein sollten, aber natürlich nicht so geschehen. Und diese Art des Denkens macht es unmöglich, den spirituellen Pfad zu gehen. Denn auf dem spirituellen Pfad müssen wir der Wahrheit ins Auge schauen. So wie es wirklich ist. Und nicht, wie wir uns ausgedacht haben, wie es vielleicht sein könnte, wenn. Und dann haben wir eine lange Liste von wenn. Und diese lange Liste von wenn
geht nie zu Ende. Haben wir eins erledigt, kommt ein nächstes. So ist es einfach nicht. Wir sind sterblich. Wir haben einen Körper, der der Krankheit unterworfen ist. Er ist eigenständig. Er ist natürlich mit dem Geist verbunden, aber dazu möchte ich gleich einmal einen Ausspruch des Buddhas sagen. Und das ist ganz wichtig. Und darüber muss man sich mal drüber nachdenken. Es hat keinen Sinn, die Sachen eventuell halb oder sogar ganz zu hören und dann sie wieder in den Sand der Vergangenheit verrinnen zu lassen und weiter Utopiedenken zu haben, Fantasiedenken. Der Buddha hat Folgendes gesagt: Der unerleuchtete Mensch wird von zwei Pfeilen getroffen. Der Erleuchtete von einem. Die zwei Pfeile, von denen der unerleuchtete Mensch getroffen wird, sind die Schmerzen für Körper und Geist. Weil der unerleuchtete Mensch mit dem Geist auf die körperlichen Schmerzen und Schwierigkeiten reagiert. Wogegen der Erleuchtete nur von einem Pfeil getroffen wird, von den Schmerzen und Schwierigkeiten des Körpers, ohne dass er reagiert. Das ist der Unterschied. Und nicht, dass ein Erleuchteter nicht krank wird. Das ist Utopiedenken und Fantasiedenken. Der Buddha war krank und ist gestorben. Und jedem einzelnen Erleuchteten ist das genauso gegangen. Aber es wird nicht reagiert mit dem Geist. Daher ist es so, dass der Körper wohl seine eigenen Schwierigkeiten hat, aber der Geist sich davon nicht in irgendeiner Weise beeindrucken lässt. Bei uns sieht es anders aus, ne? Wenn wir in der Sitzstellung, in der Meditation sitzen und es ist nicht mehr komfortabel, dann reagiert der Geist gewaltig. Und dann hat er noch Ideen, der Geist, wie es eigentlich sein könnte. Wie der Buddha alt wurde, hat er weiter gelehrt und sagte einmal zu Ananda, seinem Cousin, der 25 Jahre lang sein Aufwärter war: Dieser Körper ist wie ein alter Karren, den man nur noch mit Lederriemen zusammenhalten kann. Damals gab es Karren und keine Autos. So sieht das aus. Und wer nicht alt werden will, der muss jung sterben. So einfach ist das. Und sich mal frei machen von diesen Ideen, die so weit im Umgang sind und, wie ich schon sagte, sogar mit Annoncen bestätigt werden und anzeigen, dass man den Körper durch das richtige Denken von der Krankheit beschützen kann. Wenn das ein Erleuchteter nicht kann, dann werden wir es wohl sicher nicht schaffen. Aber wir können schaffen, dass wir nicht darauf reagieren. Das ist möglich. Und das ist etwas ganz anderes. Und das ist dann auch der Weg und das Ziel des Freiseins. Das ist geistige Gesundheit. Und das ist das Einzige, worauf es ankommt. Diese fünf täglichen Betrachtungen, die wir jetzt als Kontemplation benutzen werden, sind Dinge, die für alle von uns wahr sind und die wir einmal so in uns aufnehmen müssen, wenn wir diesen Pfad weiterverfolgen wollen. Wenn nicht, natürlich nicht. Dass sie eine Selbstverständlichkeit sind und nicht irgendetwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen, ob es nun so ist oder nicht. Erst wer
sein Leben verliert, hat ewiges Leben. Das bedeutet nicht, dass man tot sein muss. Das bedeutet, dass man nicht mehr sich anklammert. Und wenn man sich nicht anklammert an das, was man glaubt, dass man haben will und haben muss, aus irgendeinem unersichtlichen und unerfindlichen Grund, wieso man es haben will und haben muss, ist überhaupt kein Grund vorhanden dafür, und sich nicht anklammert, sondern mit dem Fluss der Zeit und dem Fluss der Dinge mitfließt, dann lebt man in dieser einen Sekunde. Und wenn wir in dieser einen Sekunde leben, dann haben wir das Erlebnis der Ewigkeit. Denn nur in dieser Sekunde, die von einer nächsten Sekunde gefolgt ist, sind keine Begrenzungen. Alles andere ist begrenzt. Und dieses Denken, was natürlich in der Welt dort draußen gang und gäbe ist, muss man mal versuchen, etwas abzuschütteln und nicht all das Zeug zu glauben, was man schon immer geglaubt hat. Wenn das nämlich stimmen würde, zu was sind wir denn da hier? Wenn das alles stimmen würde, was wir immer geglaubt haben und was wir immer gemacht haben, womit wir uns immer beschäftigt haben, zu was sind wir denn daher gekommen? Doch bestimmt nur, weil es nicht erfüllend und zufriedenstellend war. Also abschütteln, loslassen. Je weniger wir von diesem alten Zeugs in unserem Geist mit uns herumtragen, desto leichter können wir das Neue aufnehmen. Wir müssen Platz schaffen. Im Allgemeinen ist der Geist eines westlichen Menschen, der eine Schulbildung irgendeiner Art hinter sich hat, derartig vollgefropft mit Zeugs, dass überhaupt kein Platz für was Neues ist. Aber dazu sind wir ja nicht hier. Also, nicht einfach. Aber wie ich bereits sagte, das Einfache können wir schon. Also jetzt das Schwierige, loslassen. Weg damit. So ist es nicht, wie es dort draußen hingestellt wird, wie es in den Medien annonciert ist, wie wir bis jetzt durch diese ganze Beeinflussung auch geglaubt haben, wo wir immer wieder von der Ich-Bezogenheit und der Ich-Behauptung und dieser Ich-Wichtigkeit die Welt angeschaut haben. Wir haben im Buddha-Haus eine wunderschöne Ansichtskarte. Und auf dieser Ansichtskarte ist zu sehen, unsere Galaxie mit der Sonne, die besonders bezeichnet ist, und mit unserem Erdball, der einen kleinen Pfeiler hat. In dieser Galaxie, auf dieser Postkarte, ist der Erdball, ja, wenn man sehr gute Augen hat, kann man es sehen. Wenn man nicht so gute Augen hat, muss man genau hinschauen, um diesen kleinen, winzigen Speck, der da in diesem Universum rumsaust, überhaupt zu sehen. Und dann steht da drunter, wie viele Lichtjahre es dauert, bis uns das Licht der Sonne trifft. Und wie viele Sterne und Planeten in dieser einen Galaxie angeblich enthalten sind und wie viele Galaxies es scheinbar gibt. Und dann bin ich noch wichtig? Da gibt es doch nur einen einzigen Weg, das menschliche Leben zu meistern. Und das ist, die eigenen Ansichten loszulassen. Und sich hinzustellen und hinzugeben und zu öffnen den ganzen Kräften, die aus dem Universum zu uns kommen und mit denen wir auch eine Quelle von Glück und Freude für andere sein können. Alles andere ist Unsinn.
und wird auch ständig bearbeitet. Und was kommt dabei raus? Herzlich wenig. Nur mal nachschauen. Hat es gestimmt bis jetzt oder nicht? Ab und zu, wie gestern jemand aufgeschrieben hat, ist es ganz nett. Und dann wieder nicht. Aber genügt das für ein menschliches Leben, das einen Horizont bemeistern kann, der in die Ewigkeit und ins Unendliche geht? Ewigkeit und Unendlichkeit sind möglich zu erleben, aber wir müssen loslassen. Loslassen von dem, wo wir so fest angeklammert sind, nämlich das, was wir glauben. Was wir glauben, das sind unsere eigenen Meinungen. Diese eigenen Meinungen. Das hat der Buddha gesagt. Die eigenen Meinungen sind das, was uns von der Freiheit, der Erlösung, des Erwachens, des Nibbanas zurückhält. Je weniger Meinungen wir haben, desto leichter ist es. Es ist sehr schwer, überhaupt keine zu haben. Aber wir müssen ja nun nicht alle benutzen, die wir bis jetzt mitgebracht haben. Wir können ja vielleicht ein paar fallen lassen. Bei diesen 5 täglichen Betrachtungen müssen wir vor allen Dingen die Meinung fallen lassen, dass Verfall, Krankheit und Tod was Schlechtes ist. Das sind Naturgesetze. Und wir sind ein Teil der Natur. Was sonst? Wir werden auch noch eine andere Kontemplation machen, einen anderen Tag, wo wir erleben, dass wir aus genau denselben Materialien bestehen, wie die ganze Natur um uns herum. Verfall, Krankheit, Tod sind Naturgesetze. Und nichts anderes. Aber unser Geist, der kann sich ganz anders benehmen. Und nicht so, wie wir es immer wieder gehört und gesehen haben und uns vielleicht auch erklärt worden ist, so sei es richtig. Diese Naturgesetze in uns zu erkennen, haben einen tiefen Sinn. Nicht nur, dass wir die Dinge nicht mehr als Tragödien ansehen, sondern wissen, um was es geht. Es bedeutet auch, dass wir diese Ich-Behauptung und Ich-Wichtigkeit etwas fallen lassen können. Weil wir genau sehen, wenn wir diese Naturgesetze in uns verarbeitet haben, dass hier nichts Solides, nichts Permanentes zu finden ist, sondern einzig und allein Phänomene, die allerdings das Potenzial zur Erleuchtung haben, im Geist. Darum ist auch egal, wie man die Beine hält bei der Meditation, ist noch nie jemand in den Beinen erleuchtet worden. Es kommt alles auf den Geist an. Und sehr häufig ist es der Fall, je mehr wir uns einreden zu wissen, desto weniger können wir loslassen. Jedem das Seine. Wir sind alle unseres eigenen Glückes Schmied. Vielleicht habt ihr schon einmal untersucht von der vorhergehenden Kontemplation, die wir gestern gemacht haben, was euer eigenes Glück ist. Habt ihr es noch nicht getan, möchte ich vorschlagen, dass sofort, wenn individuelle Meditation ist oder freie Zeit ist, das zu tun. Was ist mein eigenes Glück? Wie sehe ich es? Wo finde ich es? Wer hat es? Hat es irgendjemand bei sich, dem ich es abnehmen kann? Wie kann ich es erledigen? Ganz wichtig, das sind nicht Worte und Konzepte, sondern das geht an das Innere, an unser Innenleben. Das geht dahin, wo es wirkliche Bedeutung hat.
Und der Buddha hat nur eins versprochen. Er hat versprochen, dass er uns den Weg zeigen kann, heraus aus jedem Leid, heraus aus jeder Problematik. Aber dazu gibt es einen wunderbaren Spruch vom Buddha, den ich mal jetzt sagen werde, ohne ihn weiter zu erklären. Wird natürlich im Geist rumspuken und sagen, was soll das eigentlich bedeuten? Es gibt die Tat, aber keinen Täter. Es gibt das Leid, aber keinen Leidenden. Es gibt den Pfad, aber niemand, der ihn beschreitet. Es gibt Nibbana oder Nirvana, aber keinen, der es erreichen kann. Das bedeutet nicht, dass das menschliche Wesen nicht erleuchtet werden kann. Es bedeutet nur, dass die Ich-Bezogenheit, ich weiß, ich kann, ich werde, ich bekomme, ich kenne und so weiter, uns davon total abhält. Daher, bei den fünf täglichen Betrachtungen soll es so weit nach innen gehen, dass man auch dort schon einen kleinen Blick vielleicht oder eine kleine Kostprobe bekommen kann, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wer bin ich eigentlich? Man kann auch sein Tagebuch nehmen und mal aufschreiben, wer bin ich eigentlich? Und was kommt dabei raus? Eine ganz lange Liste von Identifikationen. Ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin jung, ich bin alt, ich bin schön, ich bin hässlich, ich bin arm, ich bin reich, ich bin klug, ich bin dumm, ich habe eine große Familie, eine kleine Familie, ich habe ein großes Haus, ein kleines Haus, ich möchte das werden, ich bin ein schlechter Meditierender oder ein guter Meditierender. Eine Liste, die wahrscheinlich, wenn man sie wirklich ausführen würde, unendlich ist. Ich bin Vater, ich bin Mutter, ich bin Sohn, ich bin Tochter. Und so weiter. Das bin ich. Und dann geht vielleicht eine der Identifikationen kaputt. Und was ist dann? Dann bin ich ein Stück weniger? Oder ich kriege noch ein Kind dazu, dann bin ich ein Stück mehr? Das ist alles absurd. Macht doch alles keinen Sinn. Und ist auch total erfüllend und nicht zufriedenstellend. Und dieses Unerfülltsein ist ja das, was einen auf das Kissen bringt. Aber dort zu sitzen mit dem ganzen Zeugs, was man sonst immer mit sich rumschleppt, hat auch keinen Sinn. Dann ist nicht der Geist nicht nur komplett voll, er kann einfach gar nichts anderes mehr tun. Er muss von dem, was er sonst immer denkt, sich beziehen auf das, was er hier hört. Und das funktioniert nicht. Von dem, was wir sonst denken, sich auf das zu beziehen, was der Buddha geklärt hat, funktioniert nicht. Aber wenn der Geist frei ist und es hört und dann nach innen schaut und untersucht, ob es stimmt, dann kann man eine Beziehung aufnehmen. Diese Beziehung aufzunehmen ist das Beste, was einem in diesem Leben passieren kann. Es bedeutet nicht, dass man noch eine neue Identifikation braucht. Ich bin Theravada-Buddhist oder ich bin tibetischer Buddhist oder ich bin Ja-Buddhist oder ich bin Nicht-Buddhist. Der Buddha war auch nicht Buddhist. Der hat Dhamma gelehrt. Das Dhamma, das Naturgesetz hat er gelehrt. Weiter gar nichts. Die Sache mit Buddhismus und Buddhisten, das kam alles erst viel später. Jesus war auch kein Christ. Der war Jude. Das kommt alles erst später. Das sind alles Identifikationen, die wir alle nicht brauchen.
Das ist alles ganz unnötig. Aber diese Beziehung aufzunehmen, zu dem eigenen Innenleben und dort die Wahrheit zu sehen, nicht das, was wir schon sowieso glauben, nicht das, was uns erzählt worden ist, nicht das, was unsere Nachbarn machen oder unsere Arbeitskollegen oder nicht machen, nicht das, sondern die eigene Beziehung aufnehmen. Und zu dieser Beziehung gehören zwei Dinge. Dazu gehören Herz und Geist. Ich habe es schon öfter angesprochen. Ich sage es noch einmal, weil es wichtig ist. Der Geist muss verstehen, um was es geht. Das kann er nur, wenn er sich öffnet und frei macht. Aber das Herz muss auch mitmachen. Es muss Vertrauen schöpfen, dankbar sein und sich hingeben können. Wenn wir nur verstandesmäßig uns engagieren, so ist es wenigstens etwas. Aber die Vernunft und der Verstand, die können nicht den Schwung in die Ewigkeit nehmen und in die Unendlichkeit. Das ist ihnen einfach nicht gegeben. Vernunft und Verstand, wo sollen die hin? Die bleiben erdgebunden. Daher muss das Herz mitmachen. Das Herz bedeutet Vertrauen, Dankbarkeit, was beides ein liebendes Herz ausmacht. Und wenn man den Pfad, den spirituellen Pfad nicht liebt, na wieso soll man ihn denn dann gehen? Das macht doch keiner. Und daher, auf den meisten Zetteln, wie oft meditierend, unregelmäßig, ab und zu, seit Dezember gar nicht mehr oder so etwas. Die Liebe fehlt. Wenn wir eine Beziehung aufnehmen zu einem anderen Menschen und wir verstehen ihn, aber die Liebe fehlt, dann sind wir nicht daran interessiert, mit dem ständig zusammen zu sein. Wenn wir die Liebe zu dem Menschen haben und verstehen ihn nicht, dann haben wir große Schwierigkeiten. Die Beziehung zu dem spirituellen Vater und dem spirituellen Leben ist eine viel engere und nähere als die zu einem anderen Menschen, denn sie betrifft uns selbst. Jeder hat die Liebesfähigkeit. Ich habe bereits von ihr gestern gesprochen. Und wenn wir diese Liebesfähigkeit dem spirituellen Ideal entgegenbringen, dann wissen wir von vornherein, das kann uns nie enttäuschen. Das kann nie weglaufen. Das kann nie einen anderen suchen. Das ist mein Innenleben. Dort die Liebe hinzuwenden, ist sozusagen das Vernünftigste, was wir tun können. Und dann können wir auch praktizieren. Die Liebe im Herzen, die Vernunft im Verstand, das geistige Verstehen müssen sich gegenseitig unterstützen. Aber wenn man eine Wahl treffen sollte und nur eins von beiden könnte, dann die Liebe im Herzen. Der liebt, der kann den Horizont bis ins Unendliche erweitern. Der nur Vernunft und Verstand benutzt, bleibt immer auf der Erde. Das heißt nicht, dass wir nun abgehoben sein werden. Das machen andere, das machen wir nicht. Es bedeutet einzig und allein, dass wir unser Herz öffnen. Und ich habe bereits ein paar Mal den Satz gesagt, mit dem Herzen hören. Naja, wie macht man das? Man hört doch mit den Ohren. Nein, man hört nämlich gar nicht mit den Ohren. Die Ohren hören nur Geräusch. Weiter gar nichts. Wir hören das, was wir hören wollen. Fallen lassen. Da waren gestern einige Fragen,
die ich nicht beantwortet habe, weil ich gesagt habe, die kann man für die Interviews aufheben, wo Sachen gesagt sind auf dem Zettel, was ich gesagt hätte, was ich nie gesagt habe. Und auch nie sagen werde und in den 20 Jahren meiner Lehrtätigkeit noch nie gesagt habe. Was der Buddha auch nie gesagt hat. Steht aber da als Behauptung, dass ich es gesagt hätte. Wieso? Wir hören, was wir hören wollen. Das ist nicht das Ohr, das ist der Geist. Der dreht und wendet es so, dass es zu dem passt, was wir sowieso schon denken. Umgekehrt soll es sein. Das, was wir hören und das, was wir hier tun, so verinnerlichen, dass wir selber feststellen können, ob es stimmt oder nicht. Und nicht passend machen. Ich sagte bereits, dass der Weg des Dhammas 180 Grad umgekehrt ist von dem Weg der Welt. Da gibt es eine sehr anschauliche Geschichte darüber, die ich noch erzählen werde, bevor wir die Kontemplation machen. Als der Buddha noch nicht erleuchtet war, sondern der Bodhisattva, saß er unter dem berühmten Bodhibaum in dem heutigen Bodh Gaya. Und dort wurde ihm von einer Frau der Umgegend eine goldene Schale mit Milchreis offeriert, weil er hatte sehr asketisch gelebt und war ganz dünn geworden. Und nicht nur das, sie wusste nicht, dass das der Bodhisattva war. Sie dachte, es war ein Deva, der aus dem Baum gekommen war. Sie wollte ein Opfer bringen und brachte diese wunderschöne goldene Schale mit dem Milchreis. Und sagte zu dem Bodhisattva, er solle doch die Mahlzeit zu sich nehmen und die goldene Schale könnte er auch behalten. Also er aß den Milchreis, heißt übrigens in Sri Lanka Kiribat und gibt es bei jeder Gelegenheit, wenn irgendein Fest ist, für Mönche und Nonnen, weil es zu seiner Erleuchtung, kurz vor seiner Erleuchtung war. Vielleicht hilft es uns auch was. Und dann nahm er die goldene Schale, als sie leer war, und sagte, ich werde diese goldene Schale in den Fluss hinter mich werfen. Und wenn sie flussabwärts geht, dann werde ich nicht erleuchtet. Wenn sie aber flussaufwärts schwimmt, dann werde ich erleuchtet. Und siehe da, sie muss wohl flussaufwärts geschwommen sein. Und was ist die Bedeutung dieser Geschichte? Es ist natürlich nicht, dass so eine goldene Schale nun plötzlich sich dem Strom entgegenstellt, sondern was die Bedeutung ist, das ist, wenn wir mit dem Strom der Allgemeinheit mitschwimmen, so ist das natürlich viel einfacher. Alle machen das Gleiche. Alle wollen jemand sein. Na, dann machen wir mit, wollen wir auch jemand sein. Dass wir uns da öfter mal in die Haare kriegen, deswegen, das ist dann so ein Teil des täglichen Lebens. Nicht nur, dass wir da mitmachen, wir machen mit bei den ganzen Medien, bei den ganzen Abwechslungen, die geboten werden. Wir machen alles mit und schwimmen mit dem Strom. Brauchen nicht gegen die Strömung anzukämpfen. Aber wo kommen wir hin? Wir kommen zu dem Ende dieses Stromes, wo er in dem verrinnt, in dem Sand und in dem Schmutz, der dann in den Ozean übergeht. Das Ende eines Flusses ist im Allgemeinen, nein, nicht im Allgemeinen, immer, von keiner Klarheit und hat keinen Fluss mehr in sich. Dort enden wir mit allen anderen zusammen. Sollten wir aber das nicht wollen, in diesen Sumpf zu enden, wo der Fluss endet, sondern wir wollen uns
etwas Neues und anderes machen, müssen wir arbeiten. Wir müssen gegen die Strömung schwimmen, was natürlich viel mehr Arbeit macht, als einfach mitzuschwimmen. Und was uns da unterwegs auch noch sehr häufig passiert, und diejenigen, die schon länger gegen die Strömung versuchen zu schwimmen, ist das bestimmt schon passiert, dass die, die vorbeischwimmen und scheinbar, dass denen viel leichter fällt und viel schneller geht, dass die einem dann auch zurufen, was machst du denn eigentlich da? Wieso arbeitest du denn so hart dagegen, die Strömung zu schwimmen? Komm doch mit uns mit. Wir haben doch viel mehr Spaß. Man strömt, geht also gegen die Strömung. Man ist sehr oft auch allein auf dem Weg, weil nicht so viele das tun. Aber wo kommen wir hin? Wir kommen an die Quelle. An die Quelle unseres Seins. An den Urgrund, die vollkommen rein ist. Denn die Quelle ist noch nicht von irgendeinem auf dem Weg aufgegriffenen, hin und her gezogenen Schmutz verunreinigt. Sie ist vollkommen rein und sie ist die Quelle unseres Seins. Das ist der Weg des Dhamma, der spirituelle Weg. Solange wir mitmachen, sind wir auf dem Weg nach unten. Der Buddha hat dazu noch gesagt, dass man nirgends niemals stehen bleiben kann. Entweder es geht abwärts oder aufwärts. Man kann nicht stehen bleiben. Je mehr wir also mitmachen, desto mehr sausen wir diesem Ende entgegen, wo der Schlamm zu finden ist. Und natürlich sieht das dann auch so aus, dass das eine Tragödie sei. Der Tod. Dass das keine Tragödie ist, ist vielleicht in den letzten 15 Jahren etwas klarer geworden, aber sicherlich nur verstandesmäßig. Gefühlsmäßig glaubt jeder noch, dass das ganz schlimm ist, denn dann bin ich ja nicht mehr. Und man hat vergessen zu untersuchen, wer ich eigentlich war. Wenn man das einmal untersucht hat, wer man eigentlich war, dann kann es überhaupt nicht passieren, dass man glaubt, dass man nicht ist. Diese Erzählung von dem Buddha mit der goldenen Schale ist ein wichtiger Bestandteil des spirituellen Lebens. Zurück zur Quelle des Seins. Diese Quelle des Seins bedeutet aber nicht, dass ich ganz wichtig werde, sondern dass ich eingehen kann in dieses Quellwasser. Und in diesem Quellwasser gibt es natürlich viele Tropfen, aber keiner ist von dem nächsten Tropfen zu unterscheiden.